Ja, hallo und herzlich willkommen bei Good Morning Cologne. Good news, it's all good news for you. It's all good news for you. Franzi und ich wollen euch heute mit auf eine Reise in die Welt der Kulturnachrichten nehmen. Gemeinsam mit unseren Schülerredakteurinnen und Redakteuren aus dem Ursulinen-Gymnasium und dem Gymnasium Kreuzgasse in Köln wollen wir diesmal herausfinden, wie es um die Kultur und vor allem die Kulturnachrichten bei uns in Deutschland steht. Wann kommt Kultur eigentlich in die Nachrichten und welchen Stellenwert hat sie für unsere Gesellschaft? Fragen wie diese werde ich heute unserem Gast stellen. Herzlich willkommen Ute Pauling, Kulturredakteurin beim WDR. Doch was sind eigentlich Kulturnachrichten? Und sind sie wirklich nur ein Lückenfüller in den Nachrichten, wie es im Titel unserer Sendung heißt? Wir haben auf der Straße mal für euch genauer nachgefragt. So, wir befinden uns jetzt mitten in Köln am wunderschönen Rhein und haben uns heute mal vorgenommen, einfach ein paar Passanten zu unserem Thema zu befragen. Und los geht's! Was sind Kulturnachrichten für Sie? Ich finde es erstmal schwierig, ehrlich gesagt. Kulturnachrichten. Keine Ahnung, fällt mir nicht viel zu ein. Ich denke an Musik, ich denke an Kino und speziell jetzt Richtung Sommer denke ich an viele Open-Air-Events, die man dadurch mitbekommen kann. Ich denke bei Kulturnachrichten schon an den traditionellen Begriff von Kultur. Also, wer hat welchen Preis bekommen? Wo wird ein Opernhaus abgerissen oder gerade renoviert oder was weiß ich? Wo ist ein Buch erschienen? Vielleicht Nachrichten über aktuelle Konzerte, Ausstellungen in Museen oder sowas. Und wir haben oft das Gefühl, dass Kulturnachrichten in den Medien eher als Lückenfüller dienen. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich auch so. Sie sind immer sehr spät, kurz vor Mitternacht. Das ist so etwas, wenn man nichts anderes hat, dann nimmt man das mit Kultur und sowas. Das ist nicht interessant. Ja, wenn man die richtigen Sender meinetwegen zum Beispiel einschaltet, dann schon. Alles, was irgendwo privat finanziert ist und so, da findet, glaube ich, wenig Kultur im normal oder im althergebrachten Sinne statt. Also von der Häufigkeit ist mit Sicherheit so, dass es die nicht so, also dass deutlich weniger über Kultur berichtet wird als über andere Themen. Sag mal, bei dem österreichischen Sender, wir gucken morgens um 9 Uhr über Sat.3, da die Nachrichten, da ist immer ein Beitrag über Kunst dabei, immer. Und das ist bei uns in Deutschland nicht. Tja, die Kultur scheint es in unserer Gesellschaft nicht wirklich leicht zu haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass Kultur ja vollkommen unterschiedlich verstanden werden kann. Der eine versteht unter Kultur vielleicht einen Gang in die Oper, während der andere damit den Besuch eines Rockkonzerts verbindet und vielleicht wieder ein anderer das Jacke-Treiben an Karneval, wie es hier in Köln passen würde. Und genau deshalb wollten wir auch von unseren Schülerredakteuren wissen, welche kulturellen Ereignisse in ihrem Alltag eine Rolle spielen. Wacken, Summer Breeze. Allmählich streitet das Jahr auf den bevorstehenden Sommer zu und es scheint, als wäre endlich wieder die Zeit gekommen, Gitarren und Bässe tiefer zu stimmen, aus ihren Koffern zu holen, die Schlagwerke aufzubauen und sich die Stimme warm zu singen. Wenn die PA-Anlage steht, heißt es nun, der Metal- und Rockgemeinschaft wieder ordentlich einzuheizen. Wir bewegen uns in großen Schritten in Richtung Festivalsaison zu und wie jedes Jahr ist das ein Grund mehr, in puncto Allgemeinwissen rund um die Musik und die Kultur des Metals, ihren Jüngern, der Popkultur und jeder anderen Art des Musikfans auf den Zahn zu fühlen und die Vorurteile rund um die Musik und Kultur aufzudecken. Jeder hört Musik. Und jeder hat Vorurteile. Da es allerdings unterschiedliche Musikrichtungen gibt, variieren die Vorurteile den verschiedenen Szenen gegenüber natürlich stark. Eine der am stärksten mit Vorurteilen behaftetesten Szenen ist die des Rock und Metal. Uns hat interessiert, was genau Leute in unserem Alter von ihr halten. Also haben wir uns mal in unserer Schule umgehört. Leute, die Metal hören, sind dunkel gekleidet, schminken sich vielleicht etwas auffälliger bzw. dunkler, sind vielleicht gepierst oder färben sich die Haare. Also, dass sie viel schwarz tragen, gepierst sind, tätowiert sind und generell vielleicht irgendwie so ein bisschen anders. Dass sie sich nur in schwarz kleiden, vor allem lange Klamotten, egal wie heiß es ist. Dass sie gerne lange Haare tragen, dass sie oftmals schlechte Ohren haben wegen der lauten Musik und dass sie nicht gerade einfühlsam sind, weil die Musik auch nicht gerade einfühlsam ist. Dass
Heavy-Metal-Hörer, über 50-jährige vollbärtige Männer sind, die mit Schlamm werfen und Motorrad fahren. Leute bringen also die Musik gleich mit einem bestimmten Aussehen in Verbindung. Der Alltag zeigt aber, wie oft wir uns mit unseren Denkweisen über bestimmte Menschengruppen irren. Metal zu hören bedeutet nicht unbedingt schwarz zu tragen und durchaus auch nicht umgekehrt. Manchmal reicht auch nur eine einzige Begegnung mit einem Metalhead, der aber unserer Meinung nach nicht wie einer aussieht, und wir hinterfragen unsere Vorurteile. Seid ihr euch immer noch sicher, dass alle Metalheads so aussehen? Ganz sicher? Feiert ihr Karneval? Bei uns an der Ursulinenschule wird der Karneval auf jeden Fall groß gefeiert. Die Schülerinnen aus dem Kunst-LK unterstützen diesen alle 2 Jahre mit einem neuen, kreativen und farbenfrohen Bühnenbild. Um Näheres über dieses Projekt zu erfahren, haben wir uns mit dem erfahrenen Projektleiter Herrn Zimmermann und 4 seiner Schülerinnen zusammengesetzt. Was motiviert vor allen Dingen Sie, jedes zweite Jahr so ein neues Hintergrundbild für den Schulkarneval zu gestalten? Die Schülerinnen. Also ich selber habe genug Karneval für mein Leben gefeiert. Und wenn ich aber die Schülerinnen sehe, wie die mit großem Elan und großer Freude anfangen zu proben für Karneval, dann motiviert mich das, ein Bühnenbild zu entwerfen. Und vor allen Dingen hatte ich ja auch diesmal wieder einen tollen Leistungskurs. Und das ist ein super Gemeinschaftserlebnis, wenn man dann da auf dem Boden hockt, wir waren in dem Vorbereitungsraum, und dann anfängt, die Sachen zu malen und zu übertragen. Es gibt meistens, ich finde, eine ganz gute Stimmung und ein gut tolles Ergebnis für die ganze Schule. Also es ist eine schöne Sache für alle. Wie bekommen Sie die Ideen für die Bilder? Oder gibt es da vielleicht auch Vorgaben, was so als Element rein muss? Ja. Also das Motto halt auch. Ja. Genau. Das ja. Die ersten Ideen haben ja in der Fachkonferenz angefangen. Fachkonferenz Kunst, da sind ja die Lehrer dabei, Elternvertreter und 2 Schülerinnen. Die waren dabei. Ich war dabei. Und da haben wir schon unsere ersten Ideen aufgeschrieben, was für Elemente man einschließen kann, zum Beispiel auch mit dem Rettungsring und diesen Reifen. Und dann kam das so alles langsam zusammen und dann haben wir das noch mit dem Kunst-LK zusammen abgesprochen. Und dann kamen noch mehr Ideen. Ja. Und wie viele Leute haben an dem Bild gearbeitet? Wie viele sind das? 18 Leute. Und wie lange hat es gedauert, das zu malen? Ein Tag, oder? Ja, ich glaube, das ist eine Einheit. Nee, 2 Tage. Wir haben noch erst Wir hatten 2 Projekte. Ein Tag wird hier projiziert, erst das Plakat, das Papier zusammengeklebt, dann aufgehängt, projiziert, die Vorzeichnung gemacht, abgehängt, und dann sind wir in dem Vorraum vor der Aula und dann wird nach den Vorlagen gemalt. Im Blindflug. Und wie viele Wochen vorher haben Sie sich so zusammengesetzt schon dafür? Mindestens einen Monat, ja. Also, wenn die Fachkonferenz noch weit vorher war. Ja, ähnliche Projekte wie das Karnevalsprojekt des Ursulinen-Gymnasiums gibt es in vielen Schulen in Köln. Doch Kultur bedeutet ja nicht nur Brauchtum. Sowohl von politischer, gesellschaftlicher als auch von schulischer Seite her hat man inzwischen erkannt, dass die kulturelle Bildung sowohl für die gesellschaftliche Entwicklung als auch für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen sehr bedeutend ist. Jeder von euch erinnert sich bestimmt an Schulausflüge zu Kunstausstellungen oder Museen oder hat sogar mit seiner Klasse gemeinsam ein Theaterstück besucht. Doch wie ist es eigentlich außerhalb der Schule? Interessiert ihr euch da auch für Kultur? Oder ist der Besuch von Opern oder Museen eher was für alte Leute? Ja, solche Vorurteile sind unter Jugendlichen nämlich weit verbreitet. Was bräuchte es also, damit sich auch Jugendliche vom klassischen Kulturangebot angesprochen fühlen? Und was können die Medien dazu beitragen? Und genau diese Frage haben wir 3 Experten aus den Bereichen Musik, Kunst und Tanz gestellt. Also erstmal muss natürlich eine Initialzündung irgendwie erfolgen. Also und das passiert oft übers Elternhaus, auch oft über die Schule. Und dann denke ich aber schon, dass auch einige dann aus eigenem Interesse wiederkommen. Das hängt natürlich dann sehr vom Programm ab und da sind wir natürlich sehr gefordert, dann eben auch auf die Jugend zuzugehen. Also ich glaube, dass, sagen wir mal, in meiner Generation, die Opernhäuser und überhaupt die großen Kulturbetriebe zu wenig für die Jugend und die Jugendarbeit gemacht haben. Ich glaube, dass dann eine Kehrtwende stattgefunden hat in
dem Bewusstsein auch der Kulturmacher und viel mehr jetzt wieder in Richtung Kinder- und Jugendarbeit gegangen wird. Ich denke, dass insgesamt die Medien da auch eine wichtige Aufgabe innehaben. Und da ist es leider so, dass das Interesse viel mehr auf die Events gerichtet ist und auf die großen Neuigkeiten und so das durchgängige Programm, was die ortsansässigen Kulturinstitutionen bieten, eigentlich relativ wenig Berichterstattung in der lokalen Presse erfahren. Und das ist, denke ich, eine Entwicklung, die sehr schade ist. Ich denke, da wirkt viel zusammen. Die Medien sind da für mich eigentlich schon ein zweites oder drittes Glied. Mir war sehr wichtig, überhaupt erstmal klarzustellen, dass die Zukunft der Museen eigentlich nicht mehr von uns abhängt, sondern die hängt von denjenigen ab, die heute in den Kindergarten gehen. Das heißt, das, was Kulturinteresse bewirkt, das setzt ja ganz früh, muss ganz früh irgendwo ansetzen. Und dann kommen natürlich tausend andere Dinge in Betracht. Also wie sieht der Kindergarten aus? Wie sieht die Schule aus? Was ist das für eine Architektur? Wie sind die ausgestattet? Bevor ich dann zu den eigentlichen Inhalten komme und auch da wieder feststellen muss, dass bis heute eine unglaubliche Hierarchisierung stattfindet zwischen den naturwissenschaftlichen Fächern zum Beispiel und den Sprachen und dann irgendwo den musischen Fächern. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie in NRW Kunst als Leistungskurs wählen, dann müssen Sie Mathe ins Abitur nehmen. Warum findet das nicht umgekehrt statt? Wenn das eine gilt, finde ich, müsste auch das andere gelten. Habe ich das Gefühl, dass das Interesse bei den Jugendlichen oder bei jungen Erwachsenen für Kultur im Allgemeinen eher ausstirbt. Ich denke schon, dass die Familie, Bekannte und Freunde einen großen Einfluss darauf haben, dass man sich mehr mit Kultur, Theater und Tanz beschäftigt. Was ich auch ganz schön fand, ist, dass es halt auch die Jugendlichen gibt, die sich damit gar nicht beschäftigen und denen man so ein bisschen eine ganz neue Welt zeigt. Also das habe ich bei meinen Freunden gemerkt, die haben sowas vorher noch nie erlebt, wurden überhaupt nicht mit Theater, geschweige denn Tanz, groß. Und ja, für die war es auf jeden Fall was Besonderes, das auch mal so mitzuerleben. Trotzdem wäre es aber schön, wenn die Medien, Fernsehzeitungen mehr über solche Bereiche eben berichten würden, um das Ganze, um den Prozess nochmal zu unterstützen. Ja, hier sitze ich jetzt gemeinsam mit Ute Pauling. Sie ist Kulturredakteurin der Tagesschau-Redaktion des WDR. Herzlich willkommen. Wie sehen Sie das denn? Berichten die Medien wirklich zu wenig über Kultur? Nein, die Medien würde ich jetzt nicht sagen. Ich rede jetzt mal von den Nachrichten. Und wenn man Kultur als etwas findet, was man durchaus genießen möchte, dann kann man auch Kulturnachrichten als etwas empfinden, wo man sich nachrichten kann. Wenn ich dann von einer ganz tollen Aufführung Musiktheater, früher nannte man das Oper, in Wuppertal höre und da geht die Post ab, dann möchte ich das gerne auch in den Nachrichten mal sehen, um zu sehen, da gehe ich mal hin. Und das findet leider viel zu wenig statt. Aber dazu muss man auch wissen, im Moment ist in der Welt so viel los, dass die Kulturnachrichten immer kleiner werden, der Bereich, der dafür vorgesehen ist, bis hin zu dem Punkt, dass man sagen kann, da ist ja gar nichts mehr. Ja. Und jetzt haben wir ja das Interview mit Herr Dr. Kraus geführt und der bezog sich in seinem Interview außerdem auf eine Statistik, die zeigt, dass in Deutschland wohl mehr Menschen in kulturelle Veranstaltungen gehen, also zum Beispiel das Museum besuchen oder in Opernvorstellungen gehen, als zu Sportveranstaltungen, also in Stadien. Aber warum wird denn dann in den Medien auch mehr über Sport berichtet als über Kultur? Ja, diese Statistik bezieht sich natürlich auf die, die tatsächlich in Fußballstadion hineingehen und Karten kaufen. Da hat man dann die Statistik. Aber ein Großteil der Leute sitzen vor den Fernsehern und die zählt man eben nicht. Aber es ist nun so, Kultur und Sport sind im Programm Feinde. Also sobald ein Fußballtrainer ausgetauscht wird, wird der Kulturbeitrag rausgekickt. So einfach ist das, ne? Das ist halt so. Mm-hmm.
Und jetzt haben wir ja im Titel unserer Sendung gefragt, ob Kulturnachrichten denn ein Lückenfüller sind. Das ist ja sicherlich auch etwas provozierend, aber wie würden Sie das denn als Redakteurin beurteilen? Ja, Lücken sind selten. Wir haben fast keine Lücken mehr. Und wenn ich auf gestern schaue, da gibt es dann Sondersendungen. In den Nachrichten gibt es nicht die Lücke. Da sind die Korrespondenten in der ganzen Welt, die bieten Beiträge an, das Politische, da ist natürlich eben halt auch die Wirtschaft und da sind Parteitage, alles Sachen, die jetzt in diese 15 Minuten rein wollen. Und da hat es die Kultur verdammt schwer. Es gibt einen Trick. Wenn ich zum Beispiel für die Hamburger Tagesschau arbeite, und ich sage, da ist eine ganz besondere Ausstellung oder ein Theaterstück oder ein Buch, das müssen wir im Programm haben. Dann rufen Sie kurzfristig an und sagen, mach uns eine 12 Uhr. Das heißt, für eine Vorausgabe, nicht für die Hauptausgabe. Nämlich, wenn Sie es wegschmeißen, dann kriegen Sie Ärger. Ne? Und das machen Sie nicht mit einem Stück, was für 20 Uhr bestellt ist. Also mache ich das morgens früh fertig, muss den Abend vorher drehen und das Ganze schneiden. Das kennt man ja jetzt hier schon. Und dann läuft das um 12 Uhr. Mit dem Versprechen, wenn nichts Bedeutendes läuft in der Welt, dann kriegen wir das auch noch in die Hauptausgabe. Das ist schon länger nicht mehr passiert. So ist das halt. Aber sie schmeißen es da nicht weg, weil in der Zeit von 9 bis 12, wenn die Ausgabe läuft, da passiert noch nicht so viel. Und diese Risiken sind dann kleiner, dass man es aus dem Programm nehmen muss. Aber die Kultur ist eben halt immer das, was so eine Art Kür ist. Die Pflicht, die muss dann laufen, das sind die harten Ereignisse. Und wie würden Sie das Verhältnis zu den anderen Ressorts der Nachrichtensendung beurteilen, jetzt im Vergleich zu Kultur? Da ist kein Verhältnis. Das ist leider so, dass man sagen kann, das ist so klein, der Anteil der Kulturnachrichten, das ist fast nicht mehr zu messen. Und das ist schade. Ich bedauere das sehr. Und es sieht nicht so aus, als ob sich das bessern würde. Und wer und von wem bestimmt denn überhaupt das, also welche Kulturnachrichten oder Nachrichten im Allgemeinen dann in die Sendung kommen? Also ich mache zum Beispiel ein Angebot und sage, in Nordrhein-Westfalen gibt es so und so viele bedeutende Ereignisse auf dem Sektor. Ob das nun Oper ist oder Literatur, Schauspiel. Also es können natürlich auch Entwicklungen sein, die man einfach mal darstellen will. Und dieses Programm geht der Tagesschau in Hamburg zu. Und dann sitzen da Redakteure, es werden immer mehr, die sitzen in Konferenzen und die besprechen dann, was gehört in welche Sendung. Und da ist natürlich wenig Platz. Würden Sie denn sagen, dass öffentlich-rechtliche Sender dann im Vergleich zu privaten da Vorteile haben oder gibt es da wesentliche Unterschiede? Ja, wir haben uns schon sehr angenähert, was das angeht. Das ist leider so, war auch schon mal anders. Ja. Aber das ist leider eben halt ein Trend, der ist nicht zu stoppen. Und wenn man das alleine betreibt, das Geschäft, dann ist das erst gar nicht zu stoppen. Ja. Und Sie arbeiten ja schon recht lange im Bereich der Nachrichten. Und können Sie denn auch beurteilen, ob Kulturnachrichten im Vergleich zu heute früher präsenter waren? Ja, waren sie. Aber da war eben halt die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten. Heute ist alles mit einem solchen Tempo versehen. Das kann man nicht mehr vergleichen. Das ist so. Und was würden Sie vorschlagen oder was müsste man in erster Linie ändern, damit Kulturnachrichten wieder einen höheren Stellenwert bekommen? Ich würde sagen, das gehört in die Kategorie Good News. Und davon sollte man mehr haben. Und ich habe sogar eine Vision. Ich werde sie wahrscheinlich wirklich nur noch als Vision behalten. Aber vielleicht erinnern Sie sich, dass es vor der Tagesschau so ein kleines Blöckchen gab für die Börse oder gibt es immer noch die Börse und das Wetter oder Wissenschaft. Da hätte ich ganz gerne so ein kleines Blöckchen, wo über bedeutende und anregende, richtig gute Sachen in der Kultur berichtet wird, wo man eben halt sagen kann, oh, da gehen wir hin. Ja, danke, über Good News freuen wir uns ja alle. Und hoffentlich wird es in Zukunft dann auch mehr davon geben. Und an dieser Stelle bedanke ich mich dann auch schon von Ihnen und vielen Dank für den Einblick, den Sie uns auch in Ihre Arbeit als Kulturredakteurin geschafft haben. Dankeschön. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle in Bezug auf unser Kulturbewusstsein. Kultur, das ist das, was eine Gesellschaft prägt, was sie ausmacht. Und dazu gehören nicht nur Musik, Film, Tanz und Kunst, sondern auch Sprache und Bräuche. In einer immer globaler werdenden Welt scheint es wichtiger denn je, gleichermaßen Interesse für die eigene wie auch die Kultur anderer Länder zu entwickeln, um eben die Brücken zwischen allen Kulturen schlagen zu können. Dass dieses Thema auch unsere Schülerredakteure betrifft, zeigen uns die folgenden Beiträge.
In der Schule gibt es so gut wie keine Klassen mehr, in denen es keine Mitschüler mit ausländischen Wurzeln gibt. Wir haben einige unserer Mitschülerinnen gefragt, wie diese Situation des Lernens und des Zusammenlebens empfinden. Wo kommt ihr her und kommen eure beiden Eltern aus demselben Land? Ja, meine Eltern kommen beide aus Russland. Nein, meine Mutter kommt aus Deutschland und mein Vater aus den USA. Meine beide aus Philippinen. Wie ist der Schultag für euch an der Ursulinenschule? Ganz normal. Bei mir auch. Ja, also es wird jetzt nicht diskriminiert oder so. Mal, wenn jemand erfährt, dass man Russin ist, ist man natürlich wieder das Klischee mit dem Wodka oder sowas. Aber das ist auch aus Spaß wahrscheinlich und auch nicht ernst gemeint. Und wir werden nicht bevorzugt oder benachteiligt. Fühlt ihr euch in der Schule wie wohl? Yes. Ja. Ja. Okay, habt ihr das Gefühl, von Lehrern anders behandelt zu werden? Nicht, dass ich wusste. Nee. Also die interessieren sich manchmal, woher man kommt, aber die verändern dadurch ihre Leistungsbewertung. Dankeschön für eure Ehrlichkeit. Jo, in unserer Schule sind viele Kulturen vertreten. Wie findet ihr das? Ja, ich empfinde das als normal, weil, ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich, das ist doch normal, dass Ausländer in eine normale Schule gehen. Warum sollten wir unterscheiden zwischen Ausländer und Deutsch? Sehe ich auch so. Ich finde das schön. Glaubt ihr, dass sich die anderen Kulturen manchmal ausgeschlossen fühlen? Nein, ich glaube nicht. Weil wir halt alle, wir haben zum Beispiel keine neu gekommenen Flüchtlinge, oder? Also keine ganz frischen, sage ich jetzt mal, die erst vor einem halben Jahr oder so gekommen sind. Und die Leute, die Ausländerinnen, die wir hier haben, die sind ja eigentlich auch Deutsche, sind meistens hier sogar geboren, sprechen fließend Deutsch. Und das Einzige, was sich halt unterscheidet, ist halt die Hautfarbe und vielleicht ein paar kulturelle Dinge. Ja. Aber ich denke nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlen. Also fühlt ihr euch wohl in unserer Schule? Ja. Also auf den Aspekt bezogen schon. Okay. Dankeschön. Was ist der beste Weg, neue Kulturen kennenzulernen? Austauschprogramme. Sie ermöglichen einen tieferen Einblick in andere Kulturen. Die Ursulinenschule Köln bietet ein umfangreiches Angebot an. Egal ob Russland, Italien oder Israel, bei uns ist alles mit dabei. Austauschprogramme. Wer kennt sie nicht? Schulen bieten ein großes Angebot an diesen Programmen an. So auch unsere Schule. Von Frankreich bis Italien ist vieles dabei. Immer mehr Schüler weisen starke Schwächen auf, wenn es um Fremdsprachenkenntnisse geht. Doch kann ein Schüleraustausch, der in den meisten Fällen nur 1 bis 2 Wochen dauert, wirklich sprachliche Kenntnisse verbessern und ein umfassendes Bild der jeweiligen Kultur vermitteln? Deshalb befragen wir Schülerinnen, die an den verschiedenen Austauschprogrammen unserer Schule teilgenommen haben. Also danke erstmal Annabelle und Lea, dass ihr jetzt von der Ursulinenschule über euer Austauschprojekt in Italien sprecht. Und wo wart ihr denn da genau? In Empoli und das ist in der Nähe von Florenz. Okay, und für wie lange? Für eine Woche, also von Montag bis Montag. Ach so, und habt ihr da irgendwelche Erfahrungen oder Erkenntnisse gemacht, die ihr oder mit denen ihr nicht gerechnet habt? Also das, was man als allererstes sagen muss, ist natürlich eine komplett andere Kultur, Lebenseinstellung. Die Leute sind da alle ziemlich freundlich, aber der Bereich, wo wir halt waren, das war halt eine Privatschule und man hat schon den meisten Jugendlichen dort angemerkt, dass sie halt etwas mehr Geld haben oder die Familien etwas mehr Geld haben und dadurch sind sie natürlich mit einer arroganten Einstellung erstmal in den Austausch reingegangen, haben natürlich auch erstmal hohe Erwartungen gesetzt, die dann vielleicht in manchen Familien nicht bedeckt wurden, aber sonst im Allgemeinen war es von der Kultur her und von den Städten sehr schön. Okay, und habt ihr eure sprachlichen Kenntnisse verbessern können? Ich sage ganz ehrlich, vom Verständnis her haben wir uns auf jeden Fall verbessert und vom Sprechen vielleicht ein bisschen, aber das Verständnis ist auf jeden Fall viel besser geworden. Okay, das ist doch super. Und empfandet ihr beiden das jetzt für sinnvoll, überhaupt so einen Austausch zu machen? Ja, also für mich persönlich war es auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke mal, für die anderen war es auch ziemlich sinnvoll, einfach mal die andere Kultur, die Sprache zu verbessern, kennenzulernen. Und ja, im Allgemeinen war es sinnvoll. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für euch.
Der Jerusalem-Austausch der Ursulinenschule in Köln ist ein ganz besonderes Austauschprogramm. Die Schülerinnen, die hier teilnehmen, haben die Möglichkeit, einen zweiwöchigen Aufenthalt in Palästina-Israel zu verbringen und dort die Kultur des Landes vor Ort kennenzulernen. Näheres zu diesem besonderen Projekt wird im folgenden Interview von Herrn Pfarrer Peters, Leiter des Austausches, erklärt. Also die Zusammenarbeit mit der Schmidt-Schule in Jerusalem und der School of Joy hängt damit zusammen, dass wir einen Austausch seit 2007 mit der Schmidt-Schule haben. Und im Rahmen dieses Austausches haben Schülerinnen mal gesagt, ach, wir müssten da eigentlich auch ein soziales Projekt da machen. Dann kam die Idee, die School of Joy in Bezahur, das ist bei Bethlehem, zu nehmen. Eine Schule mit Handicaps für Kinder, die geistig und körperlich behindert sind und die in Palästina keine besonders große Lobby haben. Also die School of Joy ist eine Schule, die entstanden ist aufgrund der Initiative eines Geistlichen, eines Pfarrers, Abu Sada heißt der, und der hat das Elternhaus seiner Großeltern sozusagen umgebaut zu einer Zwergenschule, und diese Zwergenschule kriegt keinerlei finanzielle Mittel des Staates, weil es den Staat Palästina ja so auch noch gar nicht gibt. Das heißt, die sind ganz massiv angewiesen auf Spenden von außerhalb. Wir sind eben einer dieser Spendengeber. In unserem Austausch geht es in erster Linie nicht um Spracherwerb, sondern es geht darum, bestimmte Kompetenzen zu entfalten. Beispielsweise die Kompetenz von Toleranz, von Religionsdialogfähigkeit, Brücken zu bauen sozusagen zwischen den Kulturen und den Religionen. So geht es gerade darum, die Unterschiede, aber auch die Gemeinsamkeiten zu entdecken. Es geht darum, das Land zu entdecken, in dem die Geschichte Gottes mit uns Menschen spielt. Wenn man nach der Bedeutung des Wortes Kultur sucht, findet man vieles und auch nichts. Wie zum Beispiel, dass Kultur alles umfasst, was der Mensch selbst gestaltet. Kultur bezieht sich demnach auf fast alles. Auf verschiedene Länder, Regionen, Religion, Kunst und eben auch auf uns. Kultur ist überall. Wir können uns ihr nicht entziehen, denn wir sind ein Teil von ihr. Doch was genau bedeutet es, wenn wir sagen, Kultur begegnet uns im Alltag? Die Schülerzeitungs AG des Gymnasiums Kreuzgasse hat sich genau diese Frage gestellt und untersucht, wie Kultur an ihrer Schule gelebt wird. Könnten Sie sich denn kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Nina Meuser und ich bin hier in der Schule Lehrerin für Deutsch und Kunst. Und könnten Sie als Künstlerin darstellen, wie mit Kultur hier an der Schule umgegangen wird? Ja, man hat ja quasi jeden Tag im Unterricht viel mit Bildern zu tun, mit großen Meisterwerken, mit Bauwerken. Das Wichtige ist aber eben, dass hier einfach nicht nur Kultur quasi theoretisch besprochen wird. Die Schüler machen selber Ausstellungen, spielen eben auch selber Theater und so weiter. Sie sind ja Klassenlehrer der VK. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wie sprechen Sie das mit den Schülern? Ja, in der Vorbereitungsklasse haben wir im Moment 7 Sprachen. Das heißt, es gibt keine Referenzsprache, über die wir miteinander kommunizieren können. Die Kinder können normalerweise kein Englisch, ja, sie können noch kein Deutsch. Das heißt, wir arbeiten ganz viel mit Bildern, wenn sie neu kommen. Hi guys, what's up? Salam alaikum. Hola, ¿qué tal? Arigato gozaimasu. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die tollen Beiträge an alle Schülerreporter und auch an alle Nachrichtensprecher, die unsere Sendung heute mitgestaltet haben. Wie wir gesehen haben, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, etwas über Kultur und Kulturen zu erfahren, wenn wir nur wollen. Und dazu muss man ja noch nicht mal einen Schüleraustausch machen. Denn auch in Deutschland leben viele Menschen mit unterschiedlich kulturellen Wurzeln, für die wir uns interessieren können und mit denen wir uns natürlich auch austauschen können. Kultur ist viel mehr Teil unseres Alltags, als wir manchmal denken. Das haben auch Maria und Benny festgestellt, als sie an einem Abend zusammen ausgehen wollten. Schatz, kommst du? Wir müssen los. Ja, ein paar Minuten, dann bin ich fertig. Nicht ein paar Minuten, jetzt pack das Zeug weg, das ist eh unwichtig. Theater wartet nicht. Wir wollten heute endlich mal was Kulturelles machen. Das hier ist auch Kultur? Hä? Wieso das denn? Ja. Sagt dir dieser schicke Beutel namens Kulturbeutel irgendwas?
Ja, toll. Heißt beides mit Kultur, aber das hat doch deswegen noch lange nichts mit Kultur zu tun. Das können wir jetzt noch mal herausfinden. Ich wette, Google kennt die Antwort, die dir bestimmt nicht gefallen wird. Also, ha, hier ist es schon. Kultur, wegen Kulturbeutel, kommt vom lateinischen cultura und steht für, halte ich fest, Pflege des Körpers und des Geistes. Also, Pflege des Körpers als Kultur, wenn das nicht der Inbegriff des Schminkens, ja? Ja, glaubst du, nerdy Latein überzeugt mich jetzt? Für scheinbar ja nicht. Aber ich habe noch andere Argumente. Wie hat denn man los? Und zwar haben sie schon die alten Ägypter Schminke benutzt, um, halte ich fest, ihren Sonnengott Ra anzubeten. Sie haben sich so schwarz die Augen umrandet, das als Ausdruck ihrer Huldigung an einen Gott. Also wenn das keine Kultur ist, mit Schminke. Aber das war ein altes, primitives Volk, das seine Toten in Klopapier gewickelt hat. Oh, primitiv. Aber es war nicht das einzige Volk, das es gemacht hat. Und zwar sagen die Amazonasvölker was? Ja, das sind doch hier diese Online-Versandhändler. Nicht dein Ernst. Es gibt auch noch Amazonas im Sinne von Regenwald. Ups. Jedenfalls gibt es da Naturvölker. Und da gibt es jedenfalls ein paar Stämme, die das Ritual haben, dass sie die Mädels, soweit sie es erstmal ihre Periode hatten, dass sie die schminken und bemalen und danach sind sie heiratsfähig. Das heißt, ein Schminkritual als kultureller Ausdruck von Fruchtbarkeit. Also das ist ja wohl auch mal mehr als Kultur. Hast du nicht noch irgendwas, was ein bisschen näher an uns dran ist? Ach, warte, ich finde was. Barockzeit. Sagt dir was, ne? Ja, da sind die Leute alle total hässlich weiß durch die Gegend gerannt. Genau. Und zwar war das damals total schön. Die hatten alle weißes Puder, haben sie sich ins Gesicht gemacht. Und schön. Ja, weil nur der blasse Teint galt als vornehm. Bei Männern und Frauen, also auch bei beiden. Und die Frauen haben sich noch allerlei anderes Zeug ins Gesicht geklatscht. Aber wenn man das nicht gemacht hat, galt man nicht als ehrenwerte Dame. Also Schminke als Ausdruck des sozialen Status. Also wenn das jetzt nicht alles insgesamt genug Argumente sind, um dir zu zeigen, dass Schminke Kultur ist, ja, dann weiß ich es auch nicht. Ja, das klingt ja alles gar nicht so abwegig. Ja, sag ich doch. Darf ich mich dann weiter schminken? Ja, aber dann mach dabei. Ja, 5 Minuten. Ja, wie wir gerade gesehen haben, umfasst der Begriff Kultur viel mehr, als uns meist bewusst ist. Wir alle sind von Kultur geprägt. Und das ist, denke ich, ein wirklich guter Grund, sich damit zu beschäftigen und auch mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Ob hin zur Kultur unserer Großeltern oder hin zu anderen Kulturen. Ich bin mir sicher, dass diese Offenheit für neue Erfahrungen, verbunden mit einem Bewusstsein für die eigenen Wurzeln, bestimmt ein guter Ansatz für den Weg in eine globale Zukunft sind. Und dass auf diesem Weg auch Kulturnachrichten wichtig sind, das sollte uns allen klar sein. Und jetzt heißt es leider schon wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr auch Lust habt, bei uns mitzumachen, dann schaut doch mal auf unserer Homepage nach. Dort findet ihr nicht nur alle bisherigen Sendungen, sondern auch ganz viele Informationen und was wichtig ist für eure Bewerbung. Und wenn ihr mehr über die Hintergründe unserer Produktion erfahren wollt, dann folgt uns doch auch bei Facebook. Wir sagen Dankeschön im Namen des gesamten Teams und freuen uns, dass ihr hier wart. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal auch von mir, wenn es wieder heißt Good Morning Cologne. Good news, good news. It's all good news for you. It's all good news.